Hallo und herzlich willkommen. Wie ihr seht, gibt's heute mal wieder was zu essen. Nach eineinhalb Jahren? Oder sind sogar schon zwei? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall gibt's wieder was Richtiges zu essen. Nicht so wie letztes Mal. Wir machen falschen Schweinebraten. Und dazu brauchen wir zuallererst Kartoffeln. Und zwar festkochend oder vorwiegend festkochend. Die werden jetzt ganz normal gekocht. Nur nicht ganz so durch. Und dann gestampft. So, das sind jetzt 10 bis 14 Stück. Normalerweise reichen 10 große. Ich habe leider keine großen gekriegt, waren das nur kleine, darum habe ich jetzt 14, 15 Stück gemacht. Die werden jetzt gekocht, aber wie gesagt nicht ganz durch. Und in der Zwischenzeit machen wir die Pilze und die Zwiebeln fertig. So, dann brauchen wir hier einmal Pilze, einmal Zwiebeln. Das sind Kräuterseitlinge, da musste ich selber erstmal googeln, muss ich ehrlich sagen. Das Rezept ist natürlich nicht von mir, aber ne, muss man auch erstmal wissen. Die werden jetzt gewürfelt und dann angebraten bzw. goldbraun gebraten. So, wenn die Kartoffeln kochen, so am besten 10 Minuten, geviertelt oder halbiert, machen wir eben wie gesagt die Pilze und die Zwiebeln fertig. Einfach würfeln, dann mit einem halben Esslöffel Butter goldbraun braten. So, während jetzt das andere noch schön vor sich hin brutzelt, sind die Kartoffeln schon fertig. Die werden jetzt gestampft. Jetzt brauche ich meinen Stampfer, wer hätte das gedacht. So. So. Wichtig, wir brauchen eine feste Masse. Also wir wollen ja keinen Kartoffelbrei machen, sondern was Formbares. Und das sieht noch sehr gut aus. Schon fest. Kartoffeln sind jetzt so bissfest vom Kochkraft. Ja, das könnt ihr euch das ein bisschen merken. So, just in time, wie man so schon sagt. Jetzt sind auch die Zwiebeln fertig. Die hauen wir einfach mit rein. Nur den Topf nicht gleich auswaschen. Den brauchen wir noch für die Soße. Und schön so lassen, wie er ist. So, wer den Mumm hat, kann es natürlich mit den Händen machen. Weil da es erst abkühlen muss, würde ich davon eher abraten, da jetzt mit den Händen reinzugehen. Es könnte warm werden. Aber wenn es lang ist, warm ist, auf jeden Fall noch verrühren. Aber auch nicht ganz kalt werden lassen. Dann entweder mit Salz und Pfeffer oder am besten gleich mit, wie ich es in letzter Zeit mache, etwas Gemüsebrühe abschmecken. Oder Gefrorgewürz, wer kein Salz verträgt oder nicht essen darf oder whatever. Oder weniger essen darf, weil das Fleisch hat auch genug Salz, ist ja schließlich Speck. So. Jetzt kurz abkühlen. Irgendwo. Während das abkühlt, bereiten wir schon mal den nächsten Schritt vor. So, jetzt kommt der interessante Teil, auf den ihr schon lange gewartet habt. Und zwar kommt jetzt der Speck. Schön dick vor allem, also kein Bacon nehmen, weil der ist zu dünn, der verbrennt euch. Und dann so etwa übereinander legen unten. Dann kommt hier oben in etwa auch wieder aufs Gleiche raus. Das hält dann nachher besser. Keine Ahnung, der Tisch ist auch gründlich abgewischt worden. Aber wenn ich der Einzige bin, der es essen wird, das ist der Vorteil daran. Das bleibt mehr für mich. Ich hatte erst Angst, dass ich viel zu viel gekauft habe, aber es könnte doch passen. Aber man muss trotzdem abschätzen, wie die Menge reicht. Das ist natürlich Größe der Kartoffeln, Menge Zwiebeln etc. Beeinflusst es natürlich alles. So. Ja, dabei machen wir mal noch. Falls es dann doch zu viel ist, kann man immer noch was wegnehmen. Darum auch lieber bei dem Speck ein bisschen mehr kaufen, als dann zu wenig am Ende. Dann hoffe ich jetzt mal, dass es kalt genug geworden ist. Sonst wird es nämlich gleich sehr feurig. Dann hier reingehen. Ein bisschen nochmal formen. Und ein bisschen weiter hinten bleiben. Das ist ein bisschen mehr als ich dachte.
So. So, jetzt kommt das Zusammenbauen. Das ist unsere Nadeln hier. Man kann auch Garn benutzen, also Gargarn heißt das, glaube ich. Habe ich aber nicht. Warum müssen wir es ohne machen? So. Okay. Also das gerade am Anfang etwas schwierig, weil es halt nochmal nicht ganz aufliegt. Ja, das dann nur zum, dass es drin ist. Weil das wird sehr lange im Ofen sein, da auf jeden Fall auch ein Auge drauf haben dann. Das ist mehr als man braucht, aber das ist jetzt mein Fehler. Das muss bei euch ja nicht auch so sein. So, jetzt kommt der spannende Teil. Darauf achten, dass das Kartoffelzeug will sofort wieder auseinanderfallen. So. So, und dann kommen wir jetzt zum Backen. Wir benutzen die Intensivmethode. Es gibt auch noch eine schnelle. Die schreibe ich euch in die Beschreibung. Und zwar machen 120 Grad vorheizen. Und das dann rein. So, das jetzt für 30 Minuten. In der Zeit machen wir die Soße. So, dann machen wir jetzt eine Soße. Dazu gibt es eigentlich ein Originalrezept, aber die enthält sehr viel Wein und Sake. Da ich jetzt nicht so der Alkoholfan bin, eigentlich sogar überhaupt nicht leiden kann, bastle ich mir jetzt was Eigenes. Und zwar brauchen wir dafür unseren Topf wieder, den ich ja vorher extra nicht ausgewaschen habe. Dann nehmen wir hier die Steaksoße. So, da brauchen wir gar nicht erst mit Kleinkram anfangen, da brauchen wir nämlich alles. Ausspülen, dann kommt doch alles raus. Gibt es nicht einfach nur dazu. Dann brauchen wir noch die Batterie. Die erste Backlatte fertig ist. Eine halbe Stunde reicht für das Ding nicht. Schon gar nicht auf 120 Grad. Jetzt haben wir etwas Sojasauce. Das ist nämlich das einzige aus dem Originalrezept, das ich übernommen habe. Wirklich nicht allzu viel. Nur zwei so Schlucke reichen, weil das ist ja von Natur aus schon salzig wie Sau. Gute Brühe. Ja, auch eher weniger. Wer salzig ist es ja schon wie Sau. Ich mache auch nur um süße Paprika. Sofern sie denn rauskommt. Na? Ist die leer? Nee. Ich dachte jetzt schon. Ach, nehmen noch ein bisschen Ingwer. Ist ja wahrscheinlich da eh alles schon drin, aber hey, was soll's. Silikon. Wie gesagt, das ist eine Soße, die ich mir zusammen bastel mit dem Zeug, das ich so mag. Im Prinzip könnt ihr dazu jede Bratensoße machen, auch eine ganz klassische deutsche. Oder auch Gulaschsoße, whatever. Tomatensoße. So, ich gehe jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Moment. Meine Paprika scharf, dass da ein bisschen was reinkommt. Gleichzeitig, könnt ihr mich jetzt für bekloppt halten, aber das bin ich ja bekanntermaßen auch, halben Esslöffel Zucker. Aber wirklich nur einen halben. Ich
ist die erste halbe schon drum, jetzt kommen wir raus. So, dann kommt das erste Mal Soße drauf. Etwa ein Viertel der Soße so drüber. Das ist auch was da ist, das einziehen kann in das in die Kartoffelmasse für die zweite Runde. Dann kommt das Ganze nochmal für eine halbe Stunde in den Ofen. Runde 2 ist fertig. Oh, sieht ja schon ganz anders aus, ne? Ja, so sieht das auch gut aus. So muss das dann aussehen. So, damit wäre das jetzt soweit fertig. Jetzt kommt der Teil mit dem Knusprigbraten. Oder Backen besser gesagt, das machen wir wieder zu. Gehen auf 200 Grad. Lassen es nochmal 15 Minuten drin. Ungefähr, aber mit Beobachtung. Also jetzt nicht einfach doch mal drin lassen, sondern ruhig alle paar Minuten, alle 5 Minuten mal schauen, wie es aussieht. Und wenn es dann seine Knusprigkeit erreicht hat, ist es fertig. So, die letzten 10 Minuten sind um. Und da ist er. Na, sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Da ist einiges an Fett tatsächlich ausgetreten. Ich hatte überlegt, ob ich das noch in die Soße mische, aber ich könnte doch etwas zu mächtig werden, selbst für mich. Schön, dass es noch brutzelt. Na. Ah, da ist er doch. Ich wundere, ich habe den restlichen Bacon noch mitgebracht. Tada! Ja, dann schon kommt Captain Neugierig, ne? Was hat er denn da wieder hingestellt? Bevor einer rumheult, wegen unhygienisch, das ist eine Katze. Katzen sind so ziemlich die saubersten Tiere der Welt. Sauberer als die meisten Menschen heutzutage vor allem. Von daher, kommt runter. So. Ein Dickerchen, die sind heiß. Upsala. Nein, geh weg, die sind heiß. Tust dir nur weh. Ja. Das heißt trotzdem nicht, dass du da ran darfst, scheinbar. Ja, jetzt mag er mich wieder nicht. Ich will nicht zu einem lecker duftenden Essen abgeben. Ups. So. Schauen wir doch mal. Das ist mit Sicherheit das falsche Messer für solche Geschichten, aber es ist mir wurscht. So muss das aussehen. Kann man einfach die restliche Soße drüber machen und fertig ist er. Na, dann war es das auch schon wieder. Vielleicht ist es einigen aufgefallen, zwei Sachen. Zum einen habe ich sowas ähnliches schon mal gemacht. Das war die Hash Brown Bacon Roll, oder wie das hieß. Die ist ja nicht so gut gelungen. Das ist so im Prinzip die deutsche Version davon. Zutaten sind ja größtenteils dieselben, auch Zubereitung, aber Basis doch ein bisschen anders. Und zum anderen haben es einige vielleicht gemerkt. Das Rezept ist aus der Serie Food Wars oder auch Shokugeki no Soma im Original. Hab ich mir neulich angeguckt, komplett fand ich super, was sie alles gekocht haben. Das meiste ist natürlich total unrealistisch. Aber ich werde es mir nochmal durchgucken und das meiste davon, was man machen kann, werde ich an die nächsten Monate mir mal vorknüpfen. Weil naja, ich bin auch so einer von denen, der guckt sich solche Serien an und kriegt Hunger wie Sau. Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Ich ziehe mir das Ding jetzt erstmal rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.